Hallo zusammen aus Newark, Kalifornien. Ich werde heute mal mit euch zu einem Chipotle gehen. Chipotle ist nicht nur eine Art von Chili, sondern auch eine Restaurantkette in den USA, die 1993 von Steve Ells gegründet wurde, mit der ersten Filiale in Denver, Colorado. Steve Ells hat sich damals $85.000 von seinem Vater geborgt und hat aus einem ehemaligen Ice Cream Laden einen Chipotle Laden gemacht, die erste Filiale, die American Mexican Food verkauft. Also eigentlich ist es mexikanisches Essen, aber eher so American inspired. Also von daher würde man das jetzt hier eigentlich eher American Mexican Food nennen. Im Gegensatz zu einer originalen mexikanischen Taqueria, die halt noch so ein bisschen andere Sachen auf dem Programm hat. Wir werden uns gleich anschauen, was es hier zu kaufen gibt. Chipotle hat 2500 Filialen mittlerweile. Angefangen haben sie halt mal mit einer in Denver, Colorado, wo Steve Ells oder die Steve Ells halt mit dem geliehenen Geld von seinem Vater aufgemacht hat, um seinen Traum von einem Gourmet-Luxusrestaurant zu verwirklichen, was er dann allerdings aufgrund des Erfolgs von Chipotle nie verwirklicht hat. Chipotle hatte etwa 16 Filialen, nicht etwa, sondern 16 Filialen bis 1998, bis McDonald's eingestiegen ist als einer der Hauptinvestoren und Chipotle dazu verholfen hat, ihr Business zu erweitern auf mittlerweile halt, wie gesagt, 2500 Filialen, börsennotierte Firma, $3,9 Milliarden Umsatz pro Jahr. Und sie haben 65.000 Angestellte, also relativ groß. Das Ganze hat hier schon mittlerweile Kultstatus. Und in meinen Recherchen ist mir aufgefallen, überraschenderweise, dass es sogar zwei Filialen in Deutschland gibt. Ob die genau wie die Filialen hier sind, kann ich euch nicht sagen. Aber wenn ihr Chipotle in Deutschland essen wollt, müsst ihr nach Frankfurt fahren. Dort gibt es wohl, Frankfurt am Main, dort gibt es wohl zwei Filialen, wie ich gelesen habe. Ja, sehr erstaunlich. Lasst uns jetzt einfach mal reingehen und uns ein paar Sachen vom Menü bestellen und mal schauen, was sie dort so haben. Die Chipotle-Filialen sind alle vom Design her etwa gleich. Also sie haben alle natürlich das Logo oben das gleiche. Und sie haben halt häufig auch eine kleine Ecke zum Draußensitzen. Wobei man das jetzt hier bei dem Wetter nicht unbedingt machen will. Sie haben außerdem ein ganz gutes Recycling-Programm. Also die Sachen werden halt, thank you, getrennt recycelt hier. Auch zu bemerken ist bei Chipotle, dass sie halt so ein sehr industrielles Design haben und alle Filialen sind kein Franchise, sondern alle corporate owned. Ja, man hat jetzt hier auf dem Programm, kann man sich zwischen fünf verschiedenen Sachen entscheiden, zwischen Burritos, man kann sich eine Bowl holen, man kann sich Tacos holen oder einen Salat. Außerdem haben sie noch Quesadillas. Ja, ich werde mir jetzt hier ein Burrito bestellen, um euch den zu zeigen hauptsächlich. Eine Bowl und Tacos. Außerdem hat man halt die Fleischzutaten Chicken, Steak, Barbacoa, das ist so geschreddetes Rindfleisch, Carnitas, das ist Schwein, Sofritas ist vegetarisch, das ist Tofu basiert, sehr scharf. Und Veggie, wobei man bei dem Veggie halt als Substitut für die Fleischsachen oder das Tofu Guacamole mit dazu kriegt. Die Sachen kosten alle ungefähr das gleiche, 7,95, egal ob man Burrito, Bowl, Tacos oder einen Salat nimmt. Und die einzigen Preise, die $1 höher sind, ist halt Steak, Barbacoa und Carnitas. Hello, good yourself. Hey, could I get a burrito and a bowl to go and tacos for here? Wonderful. So a burrito and a bowl, and then tacos? A bowl and one burrito, one bowl, and tacos to go, for here. Okay. Tacos, sorry, tacos for here, burrito and bowl to go. Ja, man muss sich halt hier entscheiden zwischen Braunreis oder weißem Reis, zwischen schwarzen Bohnen oder Pinto Beans. Und dann kann man sich halt das Fleisch aussuchen und die Zutaten, die noch weiter rein. Soft tacos, please. Brown rice, please. Black or pinto beans? Black beans. For the choice of meat? Chicken. Corn,
For the tacos, the barbacoa, please. On all of them? Yes, please. Just the tomatoes, that one, the salsa, and that's it. No, that's it. Thank you. And we got the burrito as well. Yeah. Okay. Great. That's it for the bowl. And for the burrito. For the burrito, the white rice, black beans as well, chicken as well. Yes, the spicy salsa. Sour cream a little bit, and cheese. Yes, please. The tacos are for here. For here are the tacos, the rest is to go. And for the burrito and the salsa? Also just the mild salsa, that one, the tomatoes. And that's basically it. Okay. Burrito and your barbacoa salsa? Yes. Any sort of drink to A small fountain drink. Thank you. Do you need a signature? No. Okay. All set? Do you need a tray? No, I think I'm okay. Thank you. You too. Alright Leute, ich habe jetzt hier halt meine Tacos, genau, sind drei Tacos. Die haben jetzt hier, weil Barbacoa drauf ist, 8,95 gekostet. Und wie gesagt, ich hätte mir jetzt auch für das gleiche Geld ein Burrito bestellen können oder eine Bowl oder einen Salat. Der Salat hat halt so ein bisschen mehr Grünzeug drauf. Ansonsten, ich esse normalerweise immer eine Bowl. Da ich jetzt allerdings nicht so einen wahnsinnigen Hunger habe, nehme ich den Rest mit nach Hause für heute Abend, für meine Familie sozusagen, und werde selbst jetzt die Tacos verspeisen. Ich persönlich muss halt ehrlich sagen, die Tacos haben halt hier den geringsten Value, weil sie halt relativ klein sind von der Masse her. Was ich mir halt ganz gerne hole, wenn ich großen Hunger habe, ist eine Bowl und dazu noch Chips, und dann esse ich diese Bowl mit den Chips. Was es hier ansonsten auch noch gibt, immer an dieser Station, ist diese Tabasco-Soße, entweder in grün oder halt in smoked oder halt in normal, also verschiedene Tabasco-Soßen, die man sich jetzt hier drauf machen kann, um das Ganze noch so ein bisschen mehr aufzuspeisen. Ich habe jetzt insgesamt bezahlt $29,80, davon sind $2,65 Sales Tax. Und ja, werde halt mal schauen, was hier noch so in der Tüte drin ist. Also um diese Bowl zu essen, müsste man sich jetzt hier eine Gabel holen. Also es ist halt alles, kann man jetzt auf jeden Fall natürlich kritisieren, alles Plastikbesteck. Was wahrscheinlich jetzt auch schwierig ist, anders zu machen, weil vieles davon jetzt halt so Take-out mitgenommen wird und irgendwelche Leute essen das irgendwo unterwegs oder so. Also ist halt alles natürlich wieder mal eine ziemliche Einweg-Materialschlacht, wenn man sich hier was zu essen holt. Aber das ist jetzt bei anderen Läden auch nicht viel anders. Ich mache einfach mal die Bowl auf und zeige euch, wie die Bowl von innen aussieht. Ich habe jetzt hierfür überall Chicken genommen.
Wie gesagt, das Fleisch hat halt unterschiedliche Preise. Das Chicken kostet 7,95 und das Barbacoa und das Schweinefleisch, das Carnitas, kostet 8,95. Ich werde das, wie gesagt, jetzt nicht essen, sondern mit nach Hause nehmen. Also hier oben drauf sind jetzt halt das so eine milde Salsa mit Zwiebeln und Tomatenstücken drauf. Ansonsten habe ich mich jetzt halt für die schwarzen Bohnen entschieden. Also es gibt halt ansonsten auch noch diese hellbraunen Bohnen, die Pinto Beans, die man auch alternativ nehmen kann. Die sind mittlerweile auch vegetarisch. Früher haben sie da mal so Bacon mit reingemacht. Das haben sie dann irgendwann sein lassen, weil sich die Leute natürlich darüber aufgeregt haben, dass da unbedingt jetzt, warum da jetzt unbedingt irgendwelche Baconstücke mit drin sein müssen. Das ist, wie gesagt, das Chicken, das Fleisch. Und darunter habe ich mich für braunen Reis entschieden. Ansonsten sind das halt, wie gesagt, wenn ihr zu Chipotle geht, die beiden grundsätzlichen Sachen, die ihr halt entscheiden müsst, ob ihr weißen Reis oder braunen Reis oder Pinto Beans oder schwarze Bohnen haben wollt. Also das Ganze ist halt so ein bisschen Baukastenprinzip. Was ich mir jetzt hätte auch noch drauf machen lassen können, ohne Aufpreis, wäre halt Sour Cream gewesen und Mais hätte ich mir drauf machen können, Korn, Mais drauf machen lassen können und Käse hätte ich mir auch noch drauf machen lassen können. Und ja, diese verschiedenen Salsas sind auch alle mit drin. Das Einzige, was einen Aufpreis gekostet hätte, wäre die Guacamole gewesen. Die kann man halt auch separat bestellen, die Guacamole, und die mit Chips sich servieren lassen. Und ansonsten gibt es auch noch Quesadillas, also entweder mit Chicken oder ohne Chicken. Und dann gibt es auch noch ein Kindermenü, also ein Kinderteller, wo man halt dann zwischen einem Fleisch und zwei verschiedenen Beilagen, also Bohnen zum Beispiel und Reis, entscheiden kann und das Ganze auch so ein bisschen baukastenprinzipmäßig zusammen machen kann. Und ich glaube, eine kleine Kinder-Quesadilla ist auch noch mit drin. Schauen wir uns hier auch nochmal die Tacos an. Die können, wie gesagt, halt auch relativ unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wie ihr die halt baukastenprinzipmäßig zusammenstellen lässt. Ja, den Burrito kann ich euch jetzt nicht so richtig zeigen. Ich hoffe, da hat man ein bisschen was vorher von gesehen, weil wenn ich den jetzt einmal auspacke, dann ist der relativ schwer wieder zusammenzupacken. Ich kann euch nur den einen Tipp geben, wenn ihr hier ein Burrito essen geht, dann packt ihn nicht komplett aus, sondern wickelt ihn immer so Stück für Stück ab, wenn ihr ihn halt von oben weg esst, sonst fällt euch das gesamte Ding auseinander und die Soße läuft euch dann in den Schoß oder auf den Tisch runter. Ja, diese komische Pip-Brause, dieses Getränk, was ich hier trinke, ist so eine bisschen merkwürdige Mischung aus irgendwie Cola, aber es hat auch so ein bisschen mintartigen Beigeschmack. Also es ist kein Rootbeer, soweit ich weiß, wobei es verdächtig stark nach Rootbeer schmeckt. Ich würde sogar sagen, es ist fast Rootbeer. Ich bin mir nicht ganz sicher, was dieses Pip ist. Ich habe mich mittlerweile an den Geschmack von Rootbeer gewöhnt. Das ist auf jeden Fall was ihr mal, wenn ihr in den USA sein solltet, ausprobieren müsst. Rootbeer schmeckt halt so ein bisschen wie Zahnpasta. Wobei es halt Rootbeer ist tatsächlich kein Bier, es ist kein Alkohol drin, sondern es ist halt eine Brause. So ähnlich wie Cola oder Fanta, hat auch kein Koffein, aber es ist halt aus der Wurzel von irgendeinem Baum oder irgendeiner Pflanze gemacht. Deswegen heißt es auch Rootbier. Wie gesagt, schmeckt so nach Zahnpasta so ein bisschen, also ist sehr gewöhnungsbedürftig. Also ich glaube, man muss hier in diesem Land entweder aufgewachsen sein oder so wie ich sein, dass man sich halt an diese Geschmäcker schon so ein bisschen dran gewöhnt hat. Was ihr euch auch mal reinziehen könnt, aber das gibt es jetzt hier bei Chipotle nicht, aber zum Beispiel bei A&W, also A&W Burger, ist ein Rootbeer Float. Da gibt es dann halt ein Rootbeer, wo sie dann eine Kugel Vanilleeis oben reinschmeißen. Sehr strange. Ich muss sagen, ich gehe jetzt auch nicht so wahnsinnig oft zu Chipotle. Ich bin immer noch so ein bisschen geflasht von diesem E. coli-Ausbruch, den es mal vor 2 oder 3 Jahren gab, wo halt verschiedene Leute krank geworden sind. Das Besondere halt an den Chipotle-Läden, ich weiß nicht, ob das was mit dem E. coli-Ausbruch zusammen zu tun hatte oder ob das andere Probleme waren, ist, dass die hier keine Gefriertruhen haben. Also alles wird relativ frisch zubereitet und sie haben halt auch keine Mikrowellen hier in dem Laden oder ähnliches. Also das ist halt so ein bisschen alternativ frischer, so das Ganze, im Vergleich jetzt zu McDonald's zum Beispiel. Chipotle steht halt auch so ein bisschen in der Kritik, weil diese Menüs hier, die Sachen, die man hier essen kann, haben halt alle wahnsinnig viele Kalorien. Also so ein Burrito hat, je nachdem, was da so drin ist, hat der halt locker über 1000 Kalorien. Ein Burrito. Und halt auch wahnsinnig krasse Sodium, also Salzwerte. Das Leben ist kurz. Ich hatte jetzt, wurde noch gefragt am Anfang, ob ich einen Hardshell oder einen Softshell-Taco haben will. Das sind halt so die beiden Taco-Varianten. Ich persönlich mag diese Hardshell-Tacos nicht. Das sind halt so wie so Maischips.
Und die zerbrechen halt so. Ich finde es ein bisschen schwierig zu essen. Ich mag diese Soft-Tacos auch. Und grundsätzlich, das wurde ich jetzt hier nicht gefragt, ich weiß nicht, ob sie diese Alternativen noch anbieten, könntet ihr euch oder müsstet ihr euch auch entscheiden zwischen Flour- oder Korn-Tortilla-Brot. Also entweder was halt was aus Weizenmehl gemacht ist oder was aus Maismehl gemacht ist. Früher hatten sie auf den Servietten auch nochmal so Sprüche drauf, wo dann irgendwie drauf stand, ich war früher mal ein Parking-Ticket, also ich war mal früher ein Strafzettel, forgive and forget oder irgendwie sowas. Das haben sie jetzt irgendwie nicht mehr. Und das ist hier nochmal der Kassenbon, falls es jemand interessiert. Hand-Mashing the status quo. Ich bin hier in Newark, Kalifornien. Nicht in Newark, New York. Im Bundesstaat New York oder New Jersey, ich weiß es gar nicht. Ja, und insgesamt hat der Laden halt so ein bisschen so einen Bio-Anstrich. Also hat halt so einen Organic Anspruch so ein bisschen. Ja, hier ist auch nochmal der Spruch zu dem Zeug, was ich auf meinem Taco drauf habe. Our beef barbacoas braised, shredded and seriously smoking. Wenn ihr in die USA fahrt, dann auf jeden Fall mal ein Chipotle ausprobieren. Aber vielleicht auch nochmal als Vergleich irgendwie eine normale mexikanische Taqueria. Das ist jetzt hier, wie gesagt, zwar alles Mexican Food, aber es ist nicht hundertprozentig authentisch. Also es ist so Mexican Food für den amerikanischen Gaumen. Und man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, dass Burritos eigentlich nicht mexikanisch sind. Bei Tacos bin ich mir nicht ganz sicher. Also das, die original mexikanische Küche ist eigentlich ein bisschen anders. Also wir haben halt Enchiladas und so weiter. Also wir haben halt definitiv andere Sachen als diese ganze Geschichte mit den Burritos und Tacos und so weiter. Das ist halt so ein bisschen veramerikanisiert worden. By the way, ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die verkaufen hier sogar Bier. Ja, das ist sehr ungewöhnlich für amerikanische Fastfood-Läden, weil es da normalerweise kein Bier gibt. Also in Restaurants und Bars natürlich schon. Aber die brauchen halt eine separate Alkohollizenz und irgendwie scheint Chipotle die zu haben. Weil hier, wie gesagt, halt auch mexikanisches Bier verkauft wird. Also, wenn ihr euch irgendwo mit Fastfood betrinken wollt, also Fastfood essen wollt und euch betrinken wollt, dann ist Chipotle the place to go hier. Ja, ich verabschiede mich an der Stelle und bedanke mich fürs Zuschauen. Und wie gesagt, ihr könnt gerne jetzt irgendwie was essen oder so. Ihr habt meine Erlaubnis, das Loch im Magen, was ich bei euch aufgerissen habe, zu füllen mit irgendwas. Bis denn. Tschüss.